Wollte ich ja noch anlabern. Die habe ich ja extra nicht angequatscht vorhin. Die überflüssige Alte, die da rumsteht, weißt du? Die kann man aber anquatschen. Habe ich vorhin noch nicht gemacht. Brauchst du Man kann sie Hilfe? trotzdem anquatschen. Da kann man irgendwas annehmen. Da, Suche nach Klarheit. Bob, annehmen. Oh, habe ich jetzt direkt mal angenommen. So, ich wollte jetzt erstmal die ganzen Typen auf dem Planeten abklappern. Sieh dir mal all diese Inventarnotizen an. Den Spider und so, Jeder weißt den Tomat wieder zurückbringen. Tess, Banshee, Rahul, Eva Levante, sie alle arbeiten zusammen daran. Ja, die erzählt irgendwas, oder also kannst du was annehmen, aber ich weiß nicht was. Nutze ich Bosse? Kämpfer? Ach, warte mal, ich könnte mal den Bumsdings aufmachen, ne? Der Dim und der Braytech. Wie kommst du darauf, warum? Auf so Cringe habe ich aber keinen Bock. Das kann man machen, wenn man ein, zwei Tage im Spiel ist. Ich weiß zu schätzen, was du sagst, Herr. Danke. Raytech, Ja, ich Manifestfehler, neu hoffe, wir sehen laden. uns Alle die Anwendung neu. Dumm oder sowas? Was ist mit Raytech los? Oder wie in der Fehler. Okay, Raytech funktioniert gerade nicht. Aber wenigstens der DIM läuft. Fliegt nicht zu weit weg. Ach, die Oder ich Kalypso ist schicke ja dir eine da. Hallo, Mission. Madeleine. Schön, dich zu sehen. Was machst du denn hier? Alles gut bei dir? Die liebe Madeleine. Wer streamt denn hier bei Nacht und Wind? Hola, Chico. Hola, Chica. ¿Qué tal? ¿Está bien? Esa amiga, ¿tú hablas español, eh? Dreimal darfst du raten, wer auch jetzt hier ab morgen mit dabei sein wird. Kommst du nie drauf. Der iCloud streifenfrei. Kennst du den noch? Madeleine? Kalypso? Mit Sicherheit kennst du den noch. Der will auch mitmachen. Hat extra ins Spiel geholt gestern. Nicht? Der war doch bei uns im Clan. Die Feinsten. E-Cloud Striffi hieß der, glaube ich, richtig. Den habe ich immer iCloud Streifenfrei genannt. Das sah irgendwie so aus wie iCloud Streifenfrei. Digga, sollen wir mal gerade zum Spider fliegen? Ich muss Devil mal zu einem Besuch in der Stadt überreden. Und wenn er nein sagt, Mal wissen, was der so hat. Sag mir, glaub ich, nichts mehr, nichts mehr. Boah, mit Schattenklinge, Alter. Ich vermisse eigentlich nur den Morphy, Süße. Und dich. Ja, und den Cisco. Ja, der Garfield war cringe.
Wie ist der andere Typ da? Irgendwas mit Schwein. Blablabla, Schwein. Also Doggy, iCloud, hier der Brave. Die wären auf jeden Fall dabei. Hat man mir geschaffen vor 2 Jahren, habe ich einfach von der Gamescom mitgenommen. Wen jetzt? Die Schattenklinge oder was? Oder die Garfield? Wie nicht genügend Platz? Ach so, das ist ja jetzt hier voll das Monster-Ding, Alter. Die Grafik ein bisschen aufgehübscht, wa? Oh, was ist mit der Maus los, Alter? Welche Zielmodus man bewegt, die sich ja fast gar nicht mehr. Bruder, das geht mir aber schwer auf den Kranz, ne? Kommst du mit dem Schiff überhaupt noch darüber? Oh, Alter, ey. Was kannst du kaufen? Ihr wolltet nicht wieder 18 Stunden mit dem Bus fahren. Oh, du bist aber süß. Nichts mehr mit 10 und so, wa? Verdammte Axt. Na, erstmal hier. Bisschen Glimmer kaufen. Haben die eigentlich den Glimmer Cap erhöht, weißt du das? Digga, hast du da irgendwas gehört? Ach, was stehst du denn wieder hier? Du verbreitest Angst und Schrecken. Guck mal hier, Digga. Die Petra Venji steht wieder hier. Wegen was? Die Umsehenempfindlichkeit mal. Ich knall die jetzt mal auf 40. Noch eine Falschlieferung verloren gegangen? Oh. Stellen wir mal auf 15. Freunden, dass wir sie beschützen können. Ah, schon besser. Moment. Ja, ist doch gestern erst rausgekommen, Süße. Beyond Light. Die Erweiterung. Ja, Destiny, seit Destiny 1, weißt du doch. Ja, das weißt du aber doch, Süße. Ja, jetzt geht das auch mit dem Umsehen. Mittlerweile fast 4500 Spielstunden. Spielstunden. Das ist schon eine Menge. Oh, da muss los. Ja, halt mal. Steuerung ist irgendwie voll gefickt, Alter. Kann das sein? Nee, aber auch so, das ist alles voll langsam.
Ja, aber meine Bewegungen kenne ich doch, Digga. Oh, you can! Ich kill hier unten einfach hier so ein paar dicke rote Mobs. Rudi! Kapauz! So, mal ins Kosmodrom gleich. Hier, das kennen wir ja alles. Ich dachte, es gibt irgendwas Neues hier, aber... Warte mal, E. Jenseits des Lichts ruft die Dunkelheit auf Europa und hier ein Hüter erhebt sich. Ja, wo denn? Warte mal, ein Hüter erhebt sich. Wo ist der Scheiß? 58 unvollständige Triumphe? Okay. Oh, Brudi. Boah, hallo, wo ist mein Aim, Digga? Voll der Aim fehlt. Bruder, was ist das? Aber natürlich, mein Schätzelein. Schön, dass du hier reingerutscht bist. Gefällt mir. Finde ich gut. Was ist denn mit unserem Trip? Ob der jemals stattfindet, Schnucki? Komm her, du Figur! Klatsch! Bock hätte ich ja schon drauf, ne? Was ist das? Wir können doch zu ETZ oder so. Scheißegal. ETZ gibt's ja. Das ist mein Bumsdings. Level 1. Das ist der Season Rang. GTA. Holst du dir das 6er? Aber das nächste große Ding ist sowieso erstmal Cyberpunk, Alter. Also der Trailer gestern mit den Fahrzeugen und so, der hat mich weggehypt. War ja so schon gehypt von Cyberpunk, aber das? Sahne. Vor allem kommen die mit immer mehr Sachen jetzt langsam raus. Weißt du, es gibt wohl in-game da so Straßenrennen und sowas alles. Wieso? Wir sind zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten. Ja. Und ich bin einfach mal selbstständig und du hast bei mir ein Vorstellungsgespräch. Also, was ist denn da schwierig? Das ist überhaupt nicht schwierig. Vor allen Dingen lasse ich mir eine eigene Bude verbieten, mit wem ich mich hier treffe und mit wie vielen Leuten. Das kann ich mal ganz schön vergessen, die Kuh. Aber Hossa. Der Cringe. Ah, ja, genau. Keine Ahnung. Kannst du Videos cutten? Auch ein Cutter. Oder als meine, weiß ich nicht, als meine Cosplay-Dame oder so? Die im Hintergrund tanzt, keine Ahnung. Schatzi, ich weiß es nicht. Kannst du dir eigentlich zu 90% aussuchen? Aber nein, bei dem gibt's auch nichts. Mit den Raketenhüter. Bereit, wenn du es bist. Na, mit der Handy-App. Ich rede von Adobe Premiere Pro, Schnucki. Dieser Ort. Mit Memes einbauen und sowas alles. Sollte ein Buch darüber schreiben. Mit Memes. Memes. Kosmodrom empfohlen, der Power 1050 Dinger? Ja, lass mal Kosmodrom, komm. Ach, kann ich gar nicht starten.
Zu viele Spiele. Ach, das musst du dann alleine starten, Kosmodrom. Das ist doch cringe, Digga. Aber jenseits des Lichts geht, oder? Komm, machen wir jenseits des Lichts hier. Dafür sind wir ja schließlich hier. Ich bin auch jenseits des Lichts, so dunkel wie ich im Stream bin, Alter. Und hätte ich mal rasieren können. Im Stream fällt das so scheiße auf, wenn du nicht rasiert bist. Der Menschheit wurde ein schlimmer Schlag versetzt. Oh, Story. Hutspäher bestätigen, dass Eon, Mars, ist egal, bring ich dir bei. Du bist dann mein Praktikant. Süße. Verschwunden sind. Dafür lernst du es ja. Wir wissen nicht, warum. Wir haben keinen Kontakt zu Deputy Commander Sloan und dem Schriftgelehrten Asher Mir. Über das System sind Hüter im Einsatz, um Antworten zu finden. Anhand dieser Antworten werden wir... Sloan ist doch Schlampe Anne, ne? In der Zwischenzeit bitten wir alle lichtlosen Zivilisten in der Sicherheit der Stadtmauern... Und ah, das ist aber hier wieder Comic. Muss ich nicht sehen. Du? Nee, ne? Wie langsam. Ich hab jetzt mal über... den G-Hub habe ich meine Maus jetzt in Destiny 2 einfach mal ein bisschen hochgeknallt und es funktioniert wunderbar. Ich bin bei 1750, Digi. Geh jetzt mal auf 1850. Ich habe die Dunkelheit schreckliche Dinge gebären sehen. Hast du? Sie kommen immer näher. Nein. Meine Zukunft beginnt hier nicht. Das habe ich eben schon gesehen. Muss das sehen? Es ist Zeit jenseits des. Das sind auch die Trailer, die schon überall gelaufen sind. Also nichts Neues. Das finde ich dann auch immer scheiße. Den habe ich aber jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Da ist den muss ich gucken. Einer. Die Scans zeigen alle dasselbe. Nichts. Mein Geist sieht Porno aus. Dunkelheit hier. Du bist ruhig heute. Ja. Es ist nur. Ey, das bist du, der da labert, Digga. Hörst du das? Können sie doch nicht aufhalten. Wir haben eine Stimme gekriegt. Machtlos. Ich empfange ein Notsignal. Jemand ist in Schwierigkeiten. Meine Freunde, die sind in großer Gefahr. Die haben uns einfach mal eine Stimme verpasst. Er hat einiges zu erklären. Ich werde Savannah eine Nachricht schicken. Nein, warte. Weißt du, woher das Signal kommt? Oh, ist das ungewohnt, Alter. Europa. So wie ich da jetzt gerade aussehe, ne? Das hätte ich gerne komplett so als Motorrad-Outfit. Auch mit dem Helm. Das ist ja geil. So als Kombi, weißt du? Bariks Notsignal jenseits des Bergkamms geortet. Wir sollten uns beeilen. Es war wahr. Geh du zu Fuß. Hat den Aufstand im Gefängnis der Alten angezettelt. Er ist ebenso verantwortlich für Kates Tod. Soll er denn, Alter? Kein Wunder, dass er sich auf einem trostlosen Mond verhält. Ach so, ist mit der Maus aber schon besser, Digi. Ist da unten eine Höhle? Ne, dann so aus. Wir sind nah am Ursprungspunkt von Variks Notsignal. Ach, die Ingame-Einstellung? Die habe ich auf. Moment. Ich habe meine Umsehenempfindlichkeit auf 40, was eigentlich auch noch zu wenig ist. Ich mache mal 42. Ja. Reibungsloses Zielen. Dann habe ich den ADS-Sensibilitätsmodifikator auf 15. 15. Heute direkt wieder Glitches am Suchen, ihr Alter! Der Glitch King ist wieder da!
Das ist ja einfach schon da, verstehst du? Diese gefallenen Patrouillen sind genau da, wo wir hingehen. Im Lager. Sie müssen auch hinter Waren. Ey, Diggi, ich glaube, wir kriegen aber erstmal aufs Maul, ne? Zu hoch? Ja, das muss er halt können, ne, mit so einer Sensibilität. Das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Diese Gefallenen haben ein unbekanntes Haussymbol getragen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Schön, dass du noch rein und wieder raus rennst, ohne zu scannen. Aus Eventide. Glaube ich, Sprays Kolonie aus dem goldenen Zeitalter hier auf Europa. Wer auch immer hier war, hat es benutzt, um Outbarix zu verfolgen. Sie müssen das Notrufsignal vor uns abgefangen haben. Okay. Ich habe jetzt den wahren Ursprungspunkt des Signals. Nicht weit von hier. Beeilung. Ich schmeiße auf jeden Fall erstmal eine andere Waffe rein. Die Frage ist nur welche. Ich glaube, ich probiere mal die neue Schrotze. Die ist ziemlich geil. Jetzt habe ich keine Spezialmunition. Keine. Jetzt fange ich, ist die Süße wieder da. Jetzt fange ich schon wieder an zu reden wie sie. Jetzt habe ich keine Spezialmunition. Der schimmert einfach nur rot, okay? Boah, was das für eine geile Soundkulisse ist, ne? Du Fickfehler! Muss wirklich in Schwierigkeiten stecken. Wenn wir ihn nicht zuerst finden, wird es niemand anders tun. Falls es dann noch nicht zu spät ist. Warte. Dunkelheit. Sie ist nah. Ich spüre sie, aber sie ist irgendwie anders. Was ich alles spüre und was dann manchmal anders ist, Digga. Da habe ich aber einen schöneren Szenenübergang. Ist nicht dein Ernst, oder? Egal, das war einfach nur ein Szenenwechsel. Gut, der ist nicht so schön animiert wie meiner im Stream. Das stimmt schon. Haut er dem einfach einen rein. Der arme Dude. Also, wo ist er? Sicher vor dir. Ja? Ja? Durchsucht die Gebäude. Findet ihn. Hey. Yo! Will ich! Alte Freund.
Seramis? Mächte erzeugen Chaos. Sie verändern dich. Das. Bleib du bei deinem Maschinengott. Macht verändert einen immer, du Vogel. Dieser Macht. Bestimmen wir unser Schicksal. Hau ihm einen rein. Einfach mal den Arm abgerissen. Deinem was vor. Lebt in der Vergangenheit. Holy Moses. Ich bin blind gewesen. Darauf erstmal Wodka Energy. Mahlzeit. Richtige Uhrzeit dafür. Mach kurzen Prozess mit ihm. What? Der arme Dude ist einfach mal festgefroren, Alter. Er kommt auf sein Leben gerade nicht mehr klar. Marek sollte sich direkt vor uns befinden. Alter! Grafik haben sie schick gemacht, ne? Radinsky! Wo ist die Funz? Ach da. Die Schrotze ist übel, Digga. Ich empfange mehr Unruhe in den Korps der Gefallenen. Ach, hier ist der arme Kerl, guck mal. Schlampe? Also kannst du sagen, die Schlampe kommt in das Leben raus? Beeil dich. Du musst mich befreien. Verbündete aus der Stasis befreien. Los, gib mir was. Rotz ich dich weg, Vogel. Markus! Nicht so schnell. Wir haben deine Nachricht gehört. Die Dunkelheit ist hinter uns. Was soll das bedeuten? Keine Zeit. Weil der so dunkelblau wird, ne? Oh, wir kriegen Besuch, Dude. Digga, wir kriegen Besuch. Digga, wir kriegen vier Besuch. Da haut er einfach ab. Wow, wer ist der Dinger? Der ist aus dem Raids, der eine Boss, Alter. Das ist der letzte. Blue Loot, nice. Beweise es. Wir erwarten Antworten. Kommt zu Marix. Nichts Verstecktes hier. Die Antenne hier ist fett gemacht, Alter. Arbeit hier gerade erst begonnen hat. Was ist das hier? Ich dachte, wir können ja irgendwas aktivieren. Ja, war er? Oh, das ist nice, Bruder. Rudi. Naja, darum warte ich jetzt auch erstmal, bis ich mindestens 10 drüber bin, bevor ich da irgendwas reinhaue. Die
Fotze, die ist echt fett, Digga. Was los hier? Mal wieder. Hä, wieso kann ich auch kein Schulter-Charge hier ausführen? Ach, weil hier einfach mal ein neuer Händler steht. Ja, ein Freund. Du vertraust Varex nicht, ja? Ja. Dir dein Misstrauen. Dein Laber genauso gay wie der Spider. Oh, gay. Ich bin auf Twitch, darf ich nicht sagen. Angriff. Sie ist Eramis, die Schiffsdiebin. Ein neuer Kell der Kells. Eramis vereinte die Häuser. Und sie will eine Armee schaffen. Angetrieben von der Dunkelheit. Okay. Was war das denn, Junge? Fällt, wird sie uns angetrieben von der Dunkelheit. Du musst gehen. Varix wird dir den Weg zeigen. Pass mal auf, mein Freund. Ich muss einen alten Scheiß. Damit wir das schon mal ganz klar verstanden haben. Oh, das komplett in der. Lass uns mal gucken, was wir hier Bumsdings haben. Triumphs. Mahlzeit. Triumphe. Einmal. Zweimal, dreimal. Maximale Anzahl exotischer Codes erreicht. Ach, man kann nur einen davon schleppen, oder was? Die Frage ist, warte mal, habe ich da tatsächlich einen von mit? Enter. Pass mal auf. Versuch den jetzt einfach mal mit dem Dim in meinen Treasure zu verschieben. Ja? Oh, geht nicht. Ich hab den doch auch aus dem Tresor geholt. Wieso kann ich den dann nicht wieder reinschieben? Enis! Ender. Xur hat auch einen exotischen Code. Wo steht denn bitte Xur? Hier ist Xur aufgeführt. Wer ist denn Sean Hahn? Bruder, wer ist Sean Hahn? Guck mal im hier im Bumsdings. Guck mal im Sim. Unser Händler. Das hier ist einfach mal Varix der Loyale. Okay. Es Everest und Benji. Ach, warst du schon da bei dem? Ach ja, da kann okay, da kann man aber nur alleine rein. Kampagnenverfolgung für Jenseits des Lichts. Wir sind auf Europa. Nicht in der ETZ. Die habe ich gar nicht erst mitgenommen. Jenseits des Lichts. Schließe die Mission der neue Kerl ab. Kopfgeldjäger. Okay. Was hast du gesagt? Nee.
Ja, das hatte ich gesehen. Ist schon ein bisschen happig, ne? Ja. Ey, was stehen denn hier für Dudes bei uns, Digga? Verpisst euch. Machst meinen Gefährten Angst. Alter. Sie sagen, der Boden bebt, wenn du Ja, was hat man gehst. jetzt davon, wenn man das Ding zerlegt, Alter? Beziehungsweise hat man überhaupt was davon, wenn man das Ding zerlegt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hier diesen Kern. Vielleicht können die Elixni eines Tages mit Hütern zusammenleben. Oh, ich habe einfach mal ein Aszendentenbruchstück gekriegt, weil ich alte exotische Können Ausrüstung Frieden zerlegt habe. haben. Also hochgepimpte Ausrüstung von mir. Da kann man die 55er und 54er ja eigentlich auch schrotten, ne? Aber da ist jetzt so viel Scheiß zum Zerlegen drin, Digga. Rudi, ich habe überhaupt nirgends mehr Mods drin, fällt mir gerade auf. Ja, der hat die ganzen von der letzten Saison überall rausgeschmissen. Deine Tapferkeit wird dir hier von Nutzen sein. Varix weiß deine Hilfe zu schätzen. Die Hilfe aller Hüter. Ja, wir sind echt viele draußen. Gehen wir die Beine auch mal hoch. Ach, warte mal, man darf nicht vergessen zu gucken Was hier den weißt Geist, du ne? über die Neuen? Fällt mir gerade mal ein, ich habe ja auch schon Geistmods. Erhöht EP-Gewinne um 2%, erhöht EP-Gewinne um 3%. Iramis war Okay. nicht immer so blind. Erhöht Depots 20 Meter Radius, nein, Ressourcen. Ne, da finde ich Depots aber besser. Das hier? Erhöht Glimmergewinne. Haben wir hier? Vielleicht können die Elixni eines Jetzt Tages mit Waffentelemetrie da. Hütern zusammenleben. Wir Chance können auf Frieden zusätzliche machen. Ressourcen beim Ernten. Oh, mach mal rein. Was war? Deine Tapferkeit wird dir hier von Nutzen sein. Komm näher. Ressourcen will ich ja nicht Zu. finden. Ich will ja Bumsdings finden. Hör mit dem Geschmatze auf, wenn ich neben dir stehe, Alter. Was ist das denn für ein Cringe? Bruder, da muss ich aber los. Wer? Der Geist? Nein, nein, natürlich nicht. Elixni sind nicht nur Krieger. Wir bauen, wir pflegen, Erhöht das Nachladetempo wir von verhandeln, Granatwerfern. Oh, das ist wir aber geil. Den leben schmeiße ich aber mal drauf. zusammen. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt.
Das finde ich also auch ziemlich cringy. Ja, man kann sich die unterschiedlich ausrüsten, ne? Ausstatten. Den einen halt, was weiß ich, für Glimmer. Oh, hier, komm mal zu mir. Oder hier, einfach hier rein. Ja, hier. Kann das F gerade gar nicht benutzen. Ich auch nicht. Starten wir die jetzt mal. Ich bin mal kurz in Rochen. Was rochten die? Eine Zigarre oder was? Die Madeleine. Die war doch gerade die ganze Zeit im Chat. So fucking Windräder, Alter. Oh, schon wieder Triumphe. Zack. Dein Ernst? Frag mal, warum nicht? Oh, Spieler weg. Du bist tatsächlich raus. Weiß. Die Macht, mit der Ära misst dich gefunden. Udi! War das die Dunkelheit? Ja, wir nennen sie Stasi. Ganzes Spiel zugegangen? Eine Kraft, die im Gegensatz zu eurem Licht steht und von der Pyramide. Ich bin doch schon längst wieder da. Spielst ein Handyspiel, okay? Was spielst du denn für ein Handyspiel? Warum höre ich deinen Kumpel nicht mit, dem du die ganze Zeit spielst, weil ich das nicht anhabe? Willst du meinen Kumpel auch hören? Der ist aber schon ziemlich cringe, ne? Animal Crossing, ui! Bitte? Nee, der ist immer nicht. Wir sind im Blizzard. Der ist mir immer zu voll. Da werde ich ja direkt gestalkt, Alter. Ja, ich bin gerade im Begriff, auf Reisen zu fliegen. Das ist nämlich doppelt. Habe ich den falschen gemacht? Oh, das sollte wieder gut sein. Der totale Cringe, Mann! Mei, wow! Das war eine Scheiße, das hier einzubauen, Alter. Ich kann dir sagen, ey. Waka, waka. Willst du wieder bei mir in... Du willst bei mir in Einsatztrupp, Digga? Dein Ernst? Nur klagen Freunde, mein Einsatzhop ist auf, du Vogel. Ich bin aber gerade am Rumdüsen. Als ob. Ach, guck mal, die Robotress. Wieso ist die Robotress schon 182? Wetten, die hat noch ihre alten Klamotten an.
Möri hat noch ihre alten Klamotten an. Ich wusste es. Die Robo-Dress ist so geil. Natürlich den Hasengeist. Welchen auch sonst. Aber nicht süß. Zerbeugen. Kannst du mir beitreten? Kannst du mir beitreten? Ja, wahrscheinlich, weil der Reisende voll ist, ne? Okay, warte mal, ich will ganz kurz was gucken. Dann können wir direkt los. Weil wir können auch wieder hier zusammen hier hinfliegen, ne? Auch noch eine. Ah. Sicher. Gib mir jetzt ein Aszendentenbruchstück. Gib her. Pardon. So, dann fliege ich mal gerade in den Orbit. Zip. Dann solltest du mir eigentlich beitreten können. Unfunktionuckelt. Ja, nice, Brudi. Neues Prime Loot? Ja, dann wieder zurück. Sag mal kurz auf den Reisenden. Ich muss mal was gucken. Kaum ist die Dings wieder da, bin ich wieder hier. Ich muss und hab. Wenn ich auch mal in Rochen war. In Rochen. Aber ich verlasse dafür nicht den Raum, bin ich bescheuert. Ja. Ostmann? Ich sehe sofort. Brauchst du etwas Neues? Nein, was mach ich denn hier, Alter? LOL! Ich bin voll der Movement-Legastheniker gerade, ne? Lass uns Bosan zocken. Nun, Titan, schauen wir mal, was wir hier haben. Boah, jetzt erstmal die ganzen Shader hier wegklatschen, Alter. Ey. Von den ganzen Vorhaut-Shader, weißt du? Ja, auf Wiedersehen. Boah, was kann ich mir denn aktuell kaufen? Kaufen. Wir haben es über den Pazifik aus den Augen verloren. Oh, jetzt habe ich keine, nicht genug Verbesserungsprismen, weil ich sie ausgegeben habe für das Aszendentenbruchstück. Alter Riese. Hüter. Hüter? Warte, da machen wir aber ganz anders. Moment. Warte mal, lass mal den Rohr gucken. Boah, da musst du jetzt voll drauf aufpassen, Alter, wenn du das eine holst, dass du das andere nicht zerpflückst. Ja, die altmodische erstmal weg. Willst du, dass dich alle hören? Freitag musst du einkaufen wegen Geburtstag. Ah, ich hab doch gar nicht Geburtstag, Süße. Grinch. Das ist auch gut so. Ja, darum sperre ich ja die wichtigen Sachen auch immer. Nämlich erstmal die Materialien vom Mond. Mod-Komponenten nicht einfach ab, Alter.
Wanderfalken reinschieben. Damit. Nein, jetzt bin ich aus dem Spiel geflogen. Ne, stimmt gar nicht. Zum Orbit bin ich zurückgeschickt worden. Bist du noch da? Was soll das? Pene. So, Truppführer, hau mal rein. Hey, bitte noch mal kurz auf den Reisenden. Habe ich hier das eine Teil, Alter? Was ist das? Warte mal, das Horrors Mindeste. Kann man die eigentlich so jetzt wieder aus der Waffensammlung holen? Hagel der Verwirrung. Wo ist das Königs Mindeste? Ja. Scheiße Zufallsausrüstung. Verdammte Axt. Ist doch cringe. Oh, ich habe eine neue Lore. Mann. Was denkst du? Was denkst du? Dass ich hier irgendwas zerlegen muss. Das denke ich gerade. Gib mir mal die Buchse. Die Buchse zerlegen. Und? Ja, das sind meine Kerne. Bis dann. Wir werden zuschauen. Yes, Wellblech. Oh, was kann ich mir denn alles kaufen? Ich wollte mir direkt mal Lunas Geheul kaufen, Alter. Das Haul, nicht not forgotten. Patrick's Breitschwert. Was nehme ich jetzt als erstes? Kannst du mir das mal sagen? Ist bei dem Job alles gut gelaufen? Was für eine blöde Frage, Alter. Was für eine blöde Frage. Natürlich die Mountaintop, was los? Ich hab mir einfach mal Mountaintop gekauft. Eis. Genau. So, zeigen. Boah, Junge. Ich hab nur noch 5000 Glimmer. Kein Verwässerungsprisma, kein Aszendentenbruchstück. Nur noch 85 Legendaries. Alter Falter. Zwei Verbesserungsprismen. Prismen sind die Runden, ne? Zwei Verbesserungsprismen. Dann. Aszendentenbruchstücke. 7 Stück. Ich glaube 150.000 Glimmer. Und 200 Legendary. Und 200 Legendary Shards. Was hast du mitgenommen? Cringe! Der Kriegskult ist nicht das, für was du ihn hältst. Weg, weg. Auch weg. Überall mal ein bisschen Platz machen, ne?
Kriegskult weiß, was los ist. Ah, Triumphe. Guck ich mir endlich mal diese scheiß Lore an, Alter. Ich will mich auf den Sack. Ach, da. Aber tschüss. Das passt so. Das hier? Vermächtnis. Ach, warte mal, jetzt müsste ich doch eigentlich den Dings abholen können, ne? Wo wollen denn jetzt dieser beschissene Kern? Ah, wo war dieser scheiß Kern, den ich eben nicht mitnehmen konnte? Maximale Anzahl exotischer Codes erreicht, habe ich den immer noch? Tatsache. Zeige sie Xu oder bringe sie zum Monument der verlorenen Lichter? Was kriegt man denn dafür? Stetig zerfallender Orbit. Die habe ich alle schon. Noch 20 Jahre. Den Tresor packen, das ist am Sack. Digga, wenn ich jetzt wüsste, was dabei rauskommt, wenn man die einfach mal zerlegt, ne? Diesen komischen Kern da. Diesen achteckigen oder was das da sein soll. Ja. Ob man dann Aszendenten. Ja, genau. Du bist ja ein toller Freund, Alter. Mach doch einfach mal. Was für ein Huren. 500 Glimmer. Hurensen. Hurensen. Ja, du bist Chef, Alter. Mach. Wieso können die Frischlinge im Schmelztiegel nicht mehr so sein wie du? Ein Hüter erhebt sich. Mission abgeschlossen. Ach so, das ist ja. Ja, das ist was. Empfohlene Power 1070, Digga, ne? Hier auf dem. Auf Europa. Blaue Teil da. Ach, es gibt doch wieder hier. Wie heißen die Kisten? Gebietskisten oder sowas, ne? Regionsthron, genau. Ich habe einfach mal die Mountaintop ausgerüstet, Alter. Einfach mal easy die Mountaintop. Rudi! Nur der Truppführer kann diese Aktivität starten. Sag ich doch. Ich trinke noch einen Schluck Wodka Energy, wa? Richtige Uhrzeit dafür. Kurz vor 5. Wieder rausgeflogen?
Bist du wieder rausgeflogen, was? Also, ich bin noch drinne. Die Macht, mit der Eram ist dich gefangen. Kannst du mir gleich beitreten, oder nicht, ne? Wie? In der hier doch schon, oder nicht? Das ist ja nicht die, die man alleine machen muss. Ach, hier habe ich doch gestern schon dem Enz zugeguckt. Oh, die Mountaintop, die ist schon lustig, Digga. Ich muss da lang. Wow, wo kommt ihr denn her? Boah, ich bin down, Digga! Übel! Was ist denn das für ein fetter Klops? Schon wieder rausgeflogen? Ach, macht die Mountaintop Spaß, Alter! Ey, wenn man trifft, ist das noch viel geiler. Einfach der Kopf von dem Gegner. Wenn sie da hoch.
Ruder muss los! Ist die Insel wieder rausgeflogen? Scheiße. Warum das denn? Was hast du alles am Laufen? Naja, für deinen scheint es zu viel zu sein. Literally? Ist ja irgendwas anderes nicht mit. Ja, ich warte auf jeden Fall hier. Ich mache hier einfach Mobs kaputt. Was hat denn hier für ein Ding? Ach, guck mal, jetzt machen auch die blauen Dinger Sinn. Was sind jetzt hier die blauen Dinger? Ja, das Datenschlüsselfragment herunter. Ha? Das ist noch eins. Aua! Oh mein Gott! Jo, alles klar! Datenschlüssel kurzfristig erforderlich. Ach, da hinten. Jetzt muss ich da so einen Schlüssel runterladen, damit ich da das Ding aufmachen kann. Okay. Muss man ja auch erstmal kapieren, ne? Muss man schnell sein, Alter. Gummischummi! Ah! Schmuggler-Depot freigeschaltet, okay. Depot. Einfach nur eine Kiste mit Cringe, Digga. Ach, guck mal, hier darf man bestimmt nicht hin.
Heute glitscht schon wieder out of map, Digga. Du bist aber jetzt nicht schon wieder rausgeflogen, oder? Echt? Instant wieder rausgeflogen? Das ist doch der Braveheart, ich seh dich doch. Oh, da ist schon wieder der Dicke. Der hat mich eben platt gemacht, der Hurensohn. Okay, der, wow! Schnell weg hier, ey, der macht mich doch wieder platt. Okay, leck mich, ich folge einfach mal weiter dem Pfad. Hol mich dann jetzt hier erstmal und warte auf dich. Rudi! Okay, das ist natürlich dumm, ne? Dass ich jetzt zwei Waffen habe, die Spezialmunition benutzen. Das Sturm ist so geil gemacht, Alter. Um jene aufzunehmen, das ist echt geil gemacht. Um Exos zu erschaffen und um sie zu werden. Viel zu krass. Die Geräuschkulisse ist übelst geil. Warum bist du nach Europa gekommen? Um dich vor der Vorhut zu verstecken? Larex weiß, was du andeutest. Aber ab und zu mal auf die Map gucken, ob ich irgendwo so eine. Siehst du, ich wusste es doch. War nicht meine Absicht. Es vergeht kein Tag. Ich nehme mich irgendwo schon wieder so eine Kiste. Als Kiste, Regionstruhe, ne? Aber erst, wenn mein Volk vor Eramis sicher ist. Da oben? Komm ich da überhaupt hin? Ah, sieht gut aus. Jetzt hinter mir zu meiner Linken. Ja, du siehst, dass die Gegner irgendwie nur Totenköpfe oder Schwerter um sich herum haben, ne? Nee. Wo bin ich hier, Alter? Also der Sturm ist ja schon cringe, ne? Man sieht ja nichts. Häng schon wieder in diesem fucking Loch drin. Nach links? Jetzt müsste ich eigentlich genau auf diese scheiß Kiste gucken. Nach
die ist bestimmt da oben auf diesem scheiß fucking Podest drauf. Und komm da erstmal hin, Bruder! Geil, die das gemacht haben. Man sieht null, ne? Man sieht einfach nichts. Finisher? Nee, du? Die neuen jetzt oder was? Oder generell die Finisher? Ja, da haben die echt dran gearbeitet, ne? Oh, Bruder, wie lange ich mit Licht aufgeladen bin, das geht gar nicht mehr weg. Geil, dieses Shotgun einfach ist, Alter. Ich bin ja kein Shotgun-Spieler, ne? Aber das Ding ist absolut der Hammer, Alter. Da war ich mir vorhin mit Enz und so einer Meinung. Dieser Dom, ist das der Ort, an dem du lebst? Ein Gipfel der Hoffnung für die verbliebenen Elixni. Aber eine ständige Erinnerung an Eramis Verrat. Wo soll denn hier diese fucking Kiste sein, Alter? Der will mich doch verarschen. Hier quasi genau drauf. Da hinten ist sie. Ich sehe sie einfach. Was sah das jetzt nur so aus? Hä? Digga. Halt mal hin! Ach, ich bin so dumm. Was kann man denn da hoch? Aber wie geil dieser Planet auch einfach aussieht, Mann. Mein Licht schwindet? WTF? Das zeitgebunden oder was? Du bist jetzt auch hier? Digga! Also ich bereue den Kauf der Mountaintop keineswegs. Thank you.
Oh, da kommt ein Digger. Ups. Alter. Da muss man sich wohl ein bisschen im Hintergrund halten, wa? Helix Blechle. Die Songränge sind überbewertet. Ich auch, du Penner. Fällt der mir ein Schild hier hin? Bist du dumm? Rudi! Nutze die Montos Topolos. Yusa! How you get? Wie geil die Mountaintop einfach ist, Bruder! Immer noch gesperrt, oder? Ja. Hui! Halt mal fest! Ach, daran bin ich vorhin verreckt, ich Idiot! Stirb! Also. Hau, Juke! Oh ja, der sah aber wirklich nice aus jetzt. Ja. Achso, lass mal gucken, ob hinten das Ding auch offen ist. Die ich bereits zuvor gespielt habe. Das muss Eramis gewesen sein, als sie die Stasis eingesetzt hat. Hä?
Ja, das immer noch nicht. Muss doch irgendwo auch ein Key für sein. Hä? Oh, ich bin runtergelaufen, ich bin hoch, ich Idiot. Ich Depp. Mach die scheiß Tür auf, Mann! Oh, hast du Stress? Alles klar, Süße. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu spät gesehen. Lass dich mal wieder blicken. Dann quatschen wir mal im DS. Die Spur der Dunkelheit, die Eramis hinterlassen hat, führt direkt durch diese Tür. Aber sie ist verschlossen. Der mit seinem Geschmatze, ne? Ihr werdet nicht in der Lage sein, euch zu retten. Wir einen anderen Weg finden. Ihr seid alle auf dem gleichen Grund, weil ihr euch die Freiheit für unser Volk wünscht. Eramis ist in der Nähe. Nein, er ist nicht abgeschmiert. Ach, den haben wir schon im Trailer gesehen. Jahrhundertelang haben sie uns. Willst du das sehen? Sklaven, der Sohn. Das ist dieser Standard-Trailer. Oh nein, diese. Ich kann sie spüren. Sie ist zu mächtig. Eramis hat angefangen, die Stasis in ihrer Armee zu verbreiten. Ihr müsst sofort da raus. Ich muss einen alten Scheiß, merke das doch endlich mal. Penis. Ich bin eingefroren. Fuck, Brudi! Heiliger Bimbam! Das gab aber jetzt auf das Maul, wa? Oh nein, diese. Warte mal. Sie spüren. Sie ist zu mächtig. Eramis hat angefangen, die Stasis in ihrer Armee zu verbreiten. Ihr müsst sofort da raus. Ich rufe unser Schiff. Verschwinden! Nicht stehen bleiben, weiter! Ach, nicht stehen bleiben, weiter! Stimmt, hier ist der Enz und so ist er auch einfach hier durchgelaufen. Sie haben tatsächlich die Dunkelheit. Stimmt, weil wir die nicht kaputt kriegen. Nee, ich bin doch in mein Schiff eingestiegen. Ich glaube, das war ich. Da stand doch einfach mal das Schiff, Brudi.
Ja, da bist du doch. Hier ist Weg hier. Kann ich jetzt zu mit dem Lahmann kaufen? Sollte eigentlich so sein, ne? Der Eramis wollte ein neues Leben für die Elixier. Aber mich nicht voll. Aber diese dunklen Mächte haben ihren Verstand. 1093, Alter! Einfach mal 1093. Vor ihr geflohen. Dafür nennt sie mich Verräter. Neus! Es sind noch andere geflohen, die wie ich immer noch die große Maschine verehren. Einfach mal 1093, Digga. Untergetaucht. Ich werde sie nicht zurücklassen. Ohne unsere Hilfe werden sie ihrem Krieg zum Opfer fallen. Aber vielleicht können sie gerettet werden. Sieht mal nice aus. Ein nicer Dude. Einfach mal den schwarzen Waffenkammer-Shader drauf. Nice. Ja, ich will wissen, was dieser neue Perk ist. Urquell. Mit dieser Waffe erzielte Kills erzeugen Fähigkeiten Energie. Diese Energie wird auf eine nicht geladenen Fähigkeiten verteilt. Oh, Bruder, das ist aber ein fieses Ding. Ui, das ist aber mächtig fies. Alter Vater. Einfach mal 1090, ja lol. 1093. Hau ich denn jetzt hier drauf? Ja. Am besten den Icarus-Griff, ne? Ja, wo ist er? Verbesserte Präzision, wenn man sich in der Luft befindet. Ja, ich glaube, der macht Sinn. Der macht doch. Ey, Bruder muss los. Mit 62er Drops und 65er Drops kann ich schon wieder schrotten. Hat einfach schon 66er droppen. Triumphe. Hab ich jetzt wieder einen Triumph? Jawohl, ach, jede Menge. Kämpfer. Das war ja nur einer, wohl. Yes, die Erlösung Europas. Digga, ich bin einfach der Erlöser Europas. Oh nee, ne? Sammlungen, Waffen. Oh, zwei Stück sogar. Ja, welche denn noch? Hagel der Verwirrung. Okay. Ja, Granatwerfer und top. Ohrenbetäubendes Flüstern. Ich habe im Artefakt erstmal reingeschmissen unten Antibarriere. Und dann als zweites ganz unten schnelles Nachladen für Granatwerfer. Ich glaube, hier wird unwahrscheinlich viel mit Granatwerfer hantiert. Ach, und was ich noch gar nicht geguckt habe hier, Alter. Season Rang. Tada! Einfach mal den Season Rang. Quests habe ich auch jede Menge abgeschlossen. Einfach mal auf der Map. Wo muss ich jetzt hin?
Ach schade, den Strike da oben, den können wir noch gar nicht machen. Nee, er fordert den Abschluss von der Kampagne hier. Ist das jetzt hier wieder dasselbe Ding oder was? Ach nee, das Teil steht ja woanders. Wir können auch erstmal einfach dahin düsen, wo das scheiß Event da hinten ist oder so. Und die Map mal angucken. Können wir natürlich auch. Ich hoffe nur, du fliegst nicht raus. Na, jetzt habe ich das Ding gestartet, Alter. Kosmodrom kann man doch nur alleine. Wahrscheinlich die Einführungs-Dingsbonus. Ja, wohin, Digga? Sag an, du Vogel! Ein geheimes Kommunikationsnetzwerk würde es uns ermöglichen, Kontakt aufzunehmen. Jetzt hast du mal Problemchen, ne? Wo ist das erste Relais? Varix dankt euch. Wieso quatscht der denn so lange? Ach, der Scheiß schon wieder mit diesen Relais. Jetzt taucht irgendwo 2 von 3 auf. Die Energieversorgung läuft, Varix. Noch 2 weitere. Ja komm, sag doch an, Digga. Längst aktiviert. Okay, Varix, das waren 2. Bist du das gehört? Klang die Stimme. Was? Wer? Die durch mich sprach. Und wo ist der dritte? Müssen wir uns beeilen. Oder. Ey, der sagt, wir müssen uns beeilen, verstehst du? Der Cringe, Bruder. Autschen! Oh nein, sie ist es. Sie ist hier. Oh, sie kriegt Schimmel an der Birne. Ruft uns. Hast du das nicht, dass du rundherum so schwarz wirst? Guck mal, die Fußspuren im Schnee einfach, Alter. Wir haben dich lange genug warten. Guck mal, wie geil! Oder wenn du rutschst, du schiebst den ganzen Schnee vor dir her. Geil! Ja, das sind halt Physik-Effekte, ne? Da kann halt... Wow! Vorsicht! Vorsicht, Abgrund, Digga! Aber was für ein Abgrund? Übelster Abgrund! Zip! Ich hab hier gar keinen Schulter-Charge. Das Licht hat dir nicht genügend angezündet. Ich hab gar keinen Schulter-Charge hier, Digga. Warum wurde seine Befehle zu befolgen? Deshalb wollen wir uns bei dir bedanken. Halt, immer mal auf die Map gucken, ob hier Regionsdrohnen sind. Dass dir helfen soll, endlich die Oberhand zu nehmen. Wir fahren hier einfach ins Drecksloch.
Ach, da ist er schon wieder. Die Kruxschlampe. Ach, hier können wir jetzt runter, ja? Bruder muss los. Waffen habe ich schon, aber... Die Cutscene, die kenne ich noch nicht. Blend. Ach du Scheiße, da kommt die ganze Gurkentruppe, guck dir mal an. Ach, unser neuer Helfer hier. Und Eris Moon. Ach, dann taucht jetzt bestimmt auch der Gambit Man auf. Sitzen, da ist er doch. Die Eris und unser Vagabund. Ja, und da ist der neue. Er hat aber Hurensohn-Moves drauf, Digga. Handcannon, was sonst? Man kennt ihn. Ach, dass das unbedingt wieder ein Jäger sein muss, ne? Hau uns, Junge! Nice! Jetzt gib endlich das Dingen her! Guck mal, nimm sein Geist! Und hier kommt unser Hüter. Gerade rechts. Der Geist ist ja mal richtig geil. Ich finde die Cutscenes, die gehen so genauso schnell unnötig, wie sie kommen, ne? Gefällt mir in der Tat übrigens auch nicht. Wie cringe. Da ist einfach mal der neue Händler. Ich weiß. Was sagst du? Ich schulde dir eine Erklärung für das alles. Ich bat die Hüter einst, das schwarze Herz bei Twitch zu stören. Bei Twitter. Dunkelheit fernzuhalten. Doch trotz unseres Erfolgs ist ja, aber hast du ja gesehen, ist ja nicht durch. Schicksal früher oder später an die Tür klopft. Die das ist doch noch eine alte, Alter. Die Dunkelheit ist hier. Spieler weg. Jetzt nutze ich sie, um unsere Feinde aufzuhalten, wo das Licht es nicht kann. Deine Stärke in der Pyramide beweist, dass auch du sie benutzen kannst. Vor uns liegt eine sogenannte Zitorat. Sie dient der Versuchung, um dein Training zu... Guck dir einfach im Stream die Cutscene an. Hier, nimm das. Ah, jetzt habe ich ein Splitterchen gekriegt, okay? Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist sehr schmal. Überschreiten wir sie gemeinsam. Wilder Ding. Schon wieder neue Lore. Da, du bist ein Cringe Boy, Alter. Einfach mal Escape drücken. Enter ist total überbewertet. Wie geil. WTF, was das? Man kann mir mal sagen, was das Ding von mir will? Sollte mich jetzt irgendwo umgucken in mir selber? Sprich mit Eris. Ich bin wirklich erleichtert. Weil auf dem Mond wolltest du nicht mit mir reden. Wir brauchen dringend Verbündete. Und noch dringender brauche ich einen Puffer.
zwischen Was, ein Puff? Und dem nervigen Vagabunden. Weißt du, die Fremde ist viel zu still. Die Fremde, so nenne ich immer die linke Hand, wenn ich mich da drauf setze. Ich vermute. Schön betäuben und dann einen runterholen. Einfach die Fremde, Digga. Ich weiß aber noch nicht, was. Welcher Film war das nochmal? Die zwei sind aber immer noch besser als meine einsamen Studien auf Luna. Ja, komm, halt's Maul. Du hast Glück, deinen Geist zu haben. Wie du dir sicher schon denkst, sollte diese Reise in die Dunkelheit nicht alleine. Kannst du mir nicht joinen? Ja, ja, klar. Dein alter Kumpel Vagabund hatte recht. Das Motto Licht ist gut, Dunkelheit ist schlecht hat ausgedient. Ey, einfach mal ein Radio auf den, so ein Ghetto-Blaster, Digga. Bei allem, was auf dem Spiel steht. Hier ist ein schönes Feuer. Du es im Recht zu sein? Gönn mir doch auch mal was, Dreiauge. Okay. Dreiauge, Digga. Ach, das ist auch die nächste Missy. Geht erstmal hier rein. Gibt hier was? Oh, wie schön. Ihr rollt einfach mal Klopapier auf dem Boden rum, Bruder. Das wertvolle Klopapier. Guck dir das mal an. Krass. Ah, ich hab meinen Schulter-Charge wieder. Ich hab einfach mal meinen Mini-Scooter wieder ausgepackt. Das ist einfach der geilste, Digga. Warum du beim Plan der Fremden mitspielst, aber naja, sie verrät. Ja, der Fremden, da spiel ich immer mit. Oh. Na, ihr komischen Dinger. Bist du da hinten soweit? Dann stimme ich hier mal ein. Kommuniziere mit der Krux in wo? Dass du damit nicht fertig wirst. Ich weiß, dass du das kannst. Ich wünschte nur, ich wüsste besser, was das sein könnte. Wir sind hier draußen definitiv. Ach, warte mal, Fusionsgewehr. Ja, hier ist, musste so ein Siegel öffnen. Für, ich glaube, für deine neue Stasis, glaube ich, oder sowas. Stasi, ja, ja, ja. Ja, geht nicht. Ich habe hier schon einen geöffnet. Kannst du einstimmen? Ja, stimme ein. Je länger wir hier sind, umso ich habe ja schon einen eingestimmt. Nicht, dass ich glaube, dass du damit nicht fertig wirst. Ich weiß, dass du das kannst. Ich wünschte nur, ich wüsste besser, was das sein könnte. Wir sind hier draußen definitiv in unbekanntem Terrain. Da hinten leuchtet was.
Na, der nächste Quest drücken. Fallschirm öffnen ist auch gut. Hast du gerade C gespammt, ja? Aber soll ich dir was sagen? Ich habe eben schon Q gedrückt für den Annäherungssensor. Oh. Viel zu krass, ne? Du denn, Alter? Verpiss dich mal! Der geht mir ins Gesicht. Wow! Hier geht's einfach mal zu weit bergab. Ich halte mich jetzt hier auch gar nicht lange auf. Ich fahre jetzt direkt dahin. Das Geile ist, dass die Map wieder so riesig wird. Die ist vielleicht nicht so flächenmäßig groß, wenn du sie dir anguckst. Aber das ist genau wie bei Cyberpunk, die geht halt in die Vertikale, weißt du? Dadurch hast du halt das Dreifache an Fläche. Ja, nur mit mehr Eis, ne? Oh, Gegner. Ich bin einfach mal der Mountaintop-Manfred hier, Alter. Und die Range von der Shotty ist aber sick, Digga. Üble Range, mein Gott. Du bist schon längst da runter? Ich guck mich jetzt erstmal um. Ich versuche hier auch die ganzen Dinger zu kriegen, die ganzen Regionstruhen. Die meisten habe ich sogar schon wieder. Ja genau, landen einfach mal 36 Gegner bei mir. Warum denn noch nicht? Weg, da muss eine sein. Ach, ich glaube, ich habe es schon gesehen. Oh, warte. Du Penis! Wow! Ich bin der Cringe Man! Eispickel musst du erstmal vorbeikommen. Weißt du doch. Scheiße. Ich habe die Regionstruhe gefunden. Ich hab sie. Ich glaube, wir müssen in diesem verfickten Drecks-Scheiß-Mist-Lost-Sektor. Kann das sein?
Echt? Ich nicht. Ihr seid einfach schlecht. Das ist noch eine Regierungstruhe. Ich hätte so darauf wetten können, dass sie die hier auf diesen verpickelten Drecksberg packen. Wo soll die sein? Aber wo? Ah, ich hab sie. Tada. Ich bin einfach der Regionstruhenfeinder, Digga. Ach, das sind einfach mal die Gelben. Ich meine die Blauen. Oder jetzt muss ich ja mal los. Seramis, so sicher wie der grüne Daumen. Ach du kleine Missgeburt, hat der Fall auch einfach da hoch. Blitzt einfach mal der ganze Boden. Oh, ich hab Stasis. Rudi, ich hab einfach mal Stasis, ne? Die Gegner am Einfrieren, Digga. Oh, wie geil ist das denn, Digga? Alter! Holy Hackers, ey! Ja, jetzt gerade hier. Bin aber nur Stasis ermächtigt. Ich glaube noch nicht, dass ich das Ding habe.
Verstehe gerade kein Wort, Entschuldigung. Nein! Doch du Idiot! Scheiße, ich bin voll abgeschmiert, ich bin in das Loch gesprungen. Fuck! Schnell einfach die super voll ist, Digga. Digga, die Super ist ja mal assi, Alter. Hä? Ich verstehe nicht. Du nutzt tatsächlich die Dunkelheit. Es ist dieses Ding, das die Fremde dir gegeben hat. Der Splitter. Ich kann seine Energie spüren. Ich bin mir unsicher. Splitter, Junge! Darüber, wohin uns das führt. Wenn wir sie schon nutzen, muss es für das Gute sein. Ist das der Hammer, Bruder? Leck mich am Arsch. Eine ist ganz in der Nähe. Ja. Mal sehen, was. Und in der Mitte, das dann auch noch voll ist und du schießt einfach da durch von einem zum nächsten. Lass uns anfangen, sie zum Öffnen dieser Stasisverriegelungen zu nutzen. Eine ist ganz in der Nähe. Ich kann es fühlen. Mal sehen, was wir tun. Verriegelung also mit Hilfe der Stasis öffnen. Schauen wir mal rein. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches. Hast du Stasis? Iggy? Hast du Stasis zufälligerweise? Stasis? Das, was wir gerade benutzt haben, hast du da zufällig was von?
Hier ist nämlich noch so eine zu eine Kiste. Ach, da hinten ist die Funds. ETF. Aber mit Sparrow und Abhang runterfliegen ist, glaube ich, nicht so gut. Da ist man doch schon mal schnell am Ziel vorbeigeschossen. Oh, da ist man aber los. Wie komme ich denn da hin? Kehr wieder um. Ja, toll. Tot. Ach, bist du da? Ach, einfach zum Reisepunkt, ne? Quest, oh, schon wieder ein Season angestiegen. Nice. Quest. Also jetzt bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unhyped, ne? Kann es sein? Ja, kann sein. Komm, laber nicht. Halt's Maul. Vergiftete Macht an dir riecht. Halt's Maul. Verbreitet sich die Korruption so schnell? Oder hoffst du, Eramis mit ihren eigenen Waffen zu schlagen? Du befindest dich auf einem sehr gefährlichen Weg. Ach, sag mal, dieser Weg wird kein leichter sein. Reisenden. Fliegen wir doch da mal hin. Haben die halt schon, also muss ich sagen, extrem gut gemacht, Digga. Ja, jetzt fahre ich dahin. Will ich wissen, was da ist. Ich hoffe, dass da noch ein Spawnpunkt kommt, Alter. Stell dir vor, muss ich jetzt mal hinfahren. Das ist vielleicht einmal lustig, aber dann ist das voll cringe. Was ist denn jetzt der Dude? Einfach mal der Mountaintop Manfred, Alter.
die Effekte sind ja mal eben übernice gemacht, Alter. Stimmt hier rein, wa? Warte, ich bin ja gerade am Fighten. Wow! Schön geschmeidig beim Dudes. Einfach mal eine reingehauen. Was ist denn jetzt der Fatzke, Alter?